In diesem Video schauen wir uns an, wie wir die Fritzbox 4040 als Mesh-Repeater einsetzen können. Um das zu tun, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich verbinde meine bestehende Fritzbox mit der 4040 über ein LAN-Kabel und sage dann, ja, du bist der Mesh-Repeater, bekommst aber deinen Zugang zum Mesh-Master über eine Kabelverbindung. Die zweite Möglichkeit ist, als klassischen Repeater einzusetzen, also als WLAN-Repeater, und zwar bekommt er dann seine Informationen über WLAN. Wir nehmen jetzt Letzteres und richten die Fritzbox 4040 als WLAN-Repeater ein. Dazu gehe ich jetzt mal an meinen PC und jetzt muss ich auf die Web-Oberfläche zugreifen. Damit das klappt, sollte ich die erstmal mit dem Kabel verbinden zu meinem PC. Stecke die hier also in einen von den gelben LAN-Ports hier rein. Und im Werkszustand bekomme ich dann eine IP zugewiesen und kann auf die Fritzbox zugreifen. Sollte das nicht funktionieren, habe ich nochmal ein Video hier verlinkt, wie ihr auf die Web-Oberfläche der Fritzbox kommt. Ansonsten gebe ich jetzt hier oben ein 192.168.178.1, die Standard-IP der Fritzbox. Und weil ich im Werkszustand bin, dann muss ich hier nochmal komplett den Assistent durchklicken. Für so eine Konfiguration von vorne würde ich euch auch immer empfehlen, nochmal den Werkszustand wiederherzustellen. Ich bestätige das jetzt also. Hier muss ich das Passwort eingeben, das ich hinten auf der Fritzbox finde oder bei dem Zettel, der der Fritzbox beiliegt. Hier wähle ich jetzt nochmal Deutschland aus, bestätige das mit Weiter und auch nochmal OK. Und da fasse ich jetzt gar nichts an im nächsten Bildschirm, sondern ich springe hier gleich auf Heimnetz und Mesh. Und ja, das sieht jetzt noch recht langweilig aus. Ich sehe, dass mein Laptop da jetzt verbunden ist. Aber wir wollen ja eine WLAN-Brücke einrichten, deshalb gehe ich hier oben auf Mesh-Einstellungen. Und der ist nicht der Mesh Master, sondern der Mesh Repeater. Und zwar IP-Client, das ist völlig richtig. Und wir sagen auch hier per WLAN. Also wenn man das per WLAN machen will, dann lässt man so die Einstellungen. Hat man eine LAN-Verbindung zur anderen Box, kann man einfach sagen per LAN. So, wie heißt unsere Ausgangsbox? Die hat AVM Mesh. Und ich denke mal, man kann hier auswählen, was man möchte. Hauptsache AVM Mesh, das ist nämlich bei mir das Mesh-WLAN. Allerdings würde ich mal hier das Beste auswählen, nämlich im 5 GHz Band. Das soll er aber eigentlich völlig automatisch dann am Ende hinkriegen, soll jetzt also keine Rolle spielen. Ich muss hier natürlich den WLAN-Netzwerkschlüssel des ursprünglichen Netzwerks eingeben. Den habe ich jetzt hier eingegeben und ganz wichtig ist jetzt, dass wir bis nach unten scrollen und ich würde euch hier empfehlen, ganz unten Einstellungsübernahme aktiv zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr auf der Masterbox dann was ändert, wird diese Änderung synchronisiert zu dieser Box. Zum Beispiel, wenn ihr das WLAN-Passwort ändert, dann bekommt auch die neue Box oder die Repeater-Box bekommt dann auch diese Änderung mit. Deshalb klicke ich jetzt hier einmal auf Übernehmen. Und angeblich hat das Ganze jetzt schon geklappt. Das würde ich aber gerne nochmal nachprüfen. Und zwar gehe ich jetzt hier auf Heimnetz und Mesh. Ich glaube, das geht auch gar nicht so schnell. Genau, er blinkt nämlich jetzt hier, wie man sieht. Und stellt sich jetzt alles wieder her und jetzt müsste eigentlich die Verbindung abbrechen, weil auf der 1781 werde ich die wohl nicht mehr erreichen. Die holt sich jetzt nämlich ihre Konfiguration vom Mesh Master, das heißt, die bekommt jetzt eine andere IP zugewiesen. Die spannende Frage ist halt welche. Um jetzt rauszufinden, welche IP die hat, muss man also einmal auf den Mesh Master gehen. Dazu gebe ich die IP des Mesh Masters hier oben ein. Ich bin ja jetzt mit der Box noch verbunden, ich sollte also eine Verbindung über die WLAN-Brücke zu meinem Mesh-Master hinbekommen. Problem ist jetzt aber, die Fritzbox hat sich einmal neu gestartet, kriegt jetzt eine andere IP, das hat jetzt mein Computer wieder verrafft, deshalb ziehe ich hier das Kabel einmal ab, bis die LAN-Leuchte ausgeht und zwinge jetzt meinen Computer sozusagen eine neue IP sich zu suchen aus dem Netzwerk vom Mesh-Master. Ist das passiert? Drücke ich hier nochmal F5 und jetzt bin ich auf meiner Fritzbox Cable gelandet. Also das ist der Mesh Master tatsächlich. Hier logge ich mich auch einmal ein und auf der linken Seite gehe ich unter Heimnetz und Mesh. Und hier kann ich jetzt wunderbar sehen, dass die Fritzbox 4040 sich über eine 5 GHz Verbindung erstmal verbunden hat. Das ist erstmal ziemlich gut. Und zum anderen sehe ich jetzt hier die IP, die die Fritzbox hat, oder ich kann hier direkt draufklicken. Die hat die 149 bekommen. So, hier gebe ich jetzt wieder mein Passwort ein, das hinten auf der Fritzbox steht. Hier oben seht ihr jetzt auch, dass ich auf der 4040 bin. Und wenn ich jetzt auf Heimnetz und Mesh gehe, dann sind die verbunden. Das passt jetzt soweit. Allerdings sollte man hier jetzt nochmal kontrollieren, dass das auch im Mesh ist. Und das ist jetzt aktuell nicht der Fall. Hier sollte jetzt eigentlich so ein Mesh-Symbol sein, wie ihr hier an dem Powerliner seht. Das ist aktuell nicht so, deshalb gehe ich jetzt nochmal auf die 4040, gehe nochmal auf die Mesh-Einstellungen
Und jetzt wäre hier sinnvoll gewesen, mal zu lesen, was hier steht. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird diese Fritzbox per WLAN mit der anderen Fritzbox verbunden. Um die Einrichtung im WLAN-Mesh abzuschließen, drücken Sie auf der anderen Fritzbox und dieser Fritzbox die Taste, die WPS auslöst, sobald diese miteinander verbunden sind. Die WPS-Taste ist jetzt auf jeder Fritzbox eine andere. Das müsst ihr dann quasi im Handbuch oder in der Wissensdatenbank von AVM nachschauen. Hier ist WPS ganz eindeutig auf dem WPS-Button. Das heißt, ich aktiviere einmal hier WPS. Und jetzt laufe ich rüber zu meinem Mesh Master. Ich mal gucken, wo der seine Mesh-Taste hat. Hat auch eine WPS-Taste, genau. Zack, zweimal gedrückt. Und jetzt seht ihr schon, dass die 4040 das Blinken aufgehört hat. Die haben sich jetzt also gefunden. Das kann man jetzt nochmal kontrollieren, wenn ich hier oben mal auf Heimnetzzugang klicke. Jetzt haben die beide so ein Mesh-Symbol dran. Und wenn ich nochmal zurück auf meinen Mesh-Master wechsle, ja, weil da hat er es schon gehabt, ich lade trotzdem nochmal neu. Da ist jetzt auch dieses Mesh-Symbol dran.